Herzlichen Dank, Herr Terrail. Mein Name ist Norbert Maurer und ich begrüße Sie recht herzlich im Namen der Firma Phonosophie. Die Firma Phonosophie ist ein Unternehmen, das sich im HiFi-Bereich sowohl mit Geräten als auch mit Lautsprechern als auch mit Zubehör beschäftigt. Eines der Kernkompetenzen seit Jahrzehnten ist bei Phonosophie der Strom. Phonosophie hat schon immer hier besondere Netzteile gefertigt. Phonosophie hat besondere Stromkabel gefertigt. Auch Steckerleisten, Sicherungen und so weiter. Das heißt, die Firma Phonosophie hat eine langjährige Erfahrung, was den Strom angeht. Auch das heutige Thema beschäftigt sich mit Strom. Nämlich das heutige Thema ist Oberwellen auf dem Stromnetz und deren Auswirkungen auf das Hören. Sie sehen schon am Titel, nicht auf die HiFi-Anlage oder auf die Musikwiedergabe, sondern auf das Hören. Ich möchte Ihnen hier einen anderen neuen Blickwinkel auf die musikalische Empfindung aufzeigen, die nicht konform geht mit den bisherigen Denkweisen, wie Musik empfunden wird und wie Musik gehört wird. Und auch nicht damit konform geht, wie HiFi-Technik Beeinflussungen und Klangergebnisse interpretiert. Dazu wird dieser Vortrag auch einige völlig neue Aspekte, vor allen Dingen auch biologische Aspekte, enthalten. Aber fangen wir mal an, was gibt es denn überhaupt für Quellen von Oberwellen auf dem Stromnetz? Im HiFi-Bereich ist das sicherlich jedes HiFi-Gerät, denn jedes HiFi-Gerät entzieht den Strom nicht gleichmäßig, sondern gepulst. Das machen Netzteile nun mal so. Das heißt also, da haben wir sicherlich schon mal eine Quelle, die schon immer existierte. So sind auch schon seit gut 20 Jahren besondere Stromentstörsysteme schon immer auf dem Markt gewesen. Also ich kann mich noch erinnern, vor etwa 20 Jahren habe ich einen Akkuphase Stromconditioner zum ersten Mal in den Händen gehabt, wo völlig neu in diesem Gerät der 50 Hertz Sinus aufgebaut wurde, um eben Störungen zu vermeiden. Aber wir haben nicht nur Störungen, die von den HiFi-Geräten selber kommen, sondern wir haben auch Störungen, die zum Beispiel von einem iPad-Netzteil kommen. Wir können hier sehen, ich habe hier zwei Messungen, Spektrummessungen gemacht des elektrischen Feldes um eine Netzsteckerleiste herum. Und ich messe hier von 2000 Hertz bis 1 Million Hertz. Warum? Weil der Bereich ab 2000 Hertz biologisch besonders relevant ist. Da komme ich aber später drauf. Das heißt, ich habe den Bereich also von 50 Hertz aufwärts bis 2000 Hertz nicht berücksichtigt. Es gibt übrigens auch eine Norm, die gerade diesen Bereich besonders betrifft. Das sind Computermonitore. Das heißt, Computermonitore dürfen oberhalb von 2000 Hertz nur 1 Volt per Meter Wechselfelder abstrahlen, während die Störung unterhalb von 2000 Hertz bei 10 Volt per Meter dort zugelassen sind. Das heißt, der Bereich oberhalb von 2000 Hertz ist besonders kritisch. Deshalb fange ich da an zu messen, weil alles andere ist nicht so attraktiv, um irgendwas dabei auszuwerten. Wir haben hier eine Messung auch eines Schaltnetzteils. Hier, das ist eine Messung eines Schaltnetzteils von IKEA. Das ist ein kleines Netzteil, das benutzt wird, um eine LED-Leuchte zu versorgen. Auch hier, das ist eine magnetische 3D-Messung und geht bis 1 Megahertz. Wir sehen also hier sehr starke Oberwellen bis ganz rauf. Man kann die Oberwellen hier nicht so deutlich sehen wie hier, weil wir die Auflösung dann nochmal hätten erhöhen müssen. Also dann hätte ich das nochmal strecken müssen, um das darzustellen. Aber
Ich glaube, man kann es trotzdem erkennen, dass also hier ebenfalls noch Störungen enthalten sind. Ich sprach eben gerade von Computermonitoren, wo wir nur eine oberhalb von 2000 Hertz nur etwa 1 Volt per Meter zugelassen sind. Energiesparlampen erzeugen bis zu 70 Volt pro Meter. Das sind Messungen von Ökotest und zeigen, dass wir durch neue Technologien, aber auch durch neue Lichttechnologien einer massiven Störstrahlung ausgesetzt sind, die wir vor einigen Jahren noch überhaupt nicht kannten. Vor allen Dingen widersinnig, dass man einen Monitor oberhalb von 1 Volt pro Meter nicht verwenden sollte, wenn da jemand gewerblich dran nicht arbeiten darf als Arbeitnehmer, während die Energiesparlampe, die auf seinem Schreibtisch ist, 70 Mal stärker auf ihn wirkt. Und wenn es noch näher am Kopf ist, noch viel mehr. Dieser Schwachsinn ist kaum irgendwie zu verstehen. Wie ist das hier zu interpretieren, was wir hier sehen? Das eine ist, die Störung auf dem Netz ist hier dargestellt worden, direkte Messung auf dem Netz. Und das andere ist die Messung im Feld, so wie ich sie Ihnen gezeigt habe. Die Messungen davor waren Messungen, Feldmessung. Das heißt, wir haben einen direkten Übergang von der Leitung auf das Feld. Hätten Sie an dieser Stelle jetzt eine konventionelle Glühlampe verwendet, so hätten Sie keine zusätzliche Störung auf dem Netz. Das war vorher drauf. Das sind also Unterlagen von der Professor Dr. Magda Havis. Wenn Sie das googeln, kommen Sie auf ihre kanadische Website. Dort ist sie an einer Universität tätig und lehrt die Störung, welche Störung es von Elektrosmog von tiefen bis hohen Frequenzen auf den menschlichen Körper gibt. Die meisten Bilder sind auch aus ihren Präsentationen entnommen. Gibt es auch so kleine Videos, die sind ganz interessant anzuschauen. Also wir wissen, wir haben Oberwellen auf dem Netz und im HiFi-Bereich hat der HiFi-Markt ja auch eine Vielzahl von Zubehör zur Verfügung, um diese Oberwellen zu verringern. Ich habe schon mal genannt diese Stromconditioner, aber das können auch einfache Stromfilter sein, passive Filter, die eingesetzt werden. Hat einer von Ihnen schon mal mit Filtern auf dem Stromnetz gearbeitet? Frage, was hat sich klanglich geändert, als Sie diese Filter eingesetzt haben? Flatterig, könnte man sagen. Ja, okay. Ist jetzt nicht das Schlagwort gefallen, das ich haben wollte? Und was haben Sie gemerkt? Ach, nicht mit Audio gemacht, okay. Okay, es wird immer wieder genannt, vielleicht sagen Sie ja, ach ja, dass die Räumlichkeit sich ändert. Ja, konnten Sie nicken sofort. Also das ist ein Effekt, den man sehr häufig hat, dass also die räumliche Tiefe, räumliche Breite und oder auch die räumliche Höhe sich ändert. Eine Differenzierung in der räumlichen Höhe passiert. Der Beltner ist hier, der hat sowas schon mal erlebt, aber sagt nichts. Ach nee, Sie haben nie mit Filtern gearbeitet, sondern Sie haben mit Sicherung gearbeitet. Ja. Auch mit Filtern, okay. Das heißt, wir haben eine, besonders interessant ist die Veränderung in der räumlichen Höhe, wenn man da einen Unterschied hört. Denn dort können wir ausschließen, dass es sich um eine Veränderung im Signal handelt. Die räumliche Höhe wird differenziert über eine Frequenzgangänderung ungefähr bei 8000 Hertz. Können Sie mal nachgoogeln, Blauertsche Bänder. Das heißt, der Frequenzbereich um 8000 Hertz, wenn da eine Änderung ist, dann empfinden Sie das höher oder tiefer. Das gilt für jedes Instrument einzeln. Das heißt, wenn alle Instrumente nach oben gehen, dann ist es ein Frequenzgangunterschied. Wenn aber die Instrumente sich differenzieren, dann kann es nicht durch eine direkte Änderung, zum Beispiel durch den Lautsprecher handeln, der den Frequenzgang etwas mehr buckeliger an der Stelle hat. Weil eine Differenzierung ja immer vorausgeht, dass das einmal mehr und einmal weniger ist.
Aber genau diese Differenzierung findet statt. Das heißt, es ist unmöglich, dass diese Veränderung durch das Signal hervorgerufen wird. Deshalb nehme ich gerne die räumliche Höhe, weil das am eindeutigsten ist. Bei anderen gilt das auch, aber dort gilt es ganz eindeutig. Wenn es aber keine Änderung im Signal geben kann, dann wird es jetzt richtig interessant. Dann gibt es nämlich nur noch einen Punkt, wie eine Änderung auftritt. Und das ist Ihre Interpretation des Signales. Dass Sie als Mensch es anders empfinden, was da als Schall kommt. Wie kann das passieren? Schall ist doch Schall. Das ist, weil Ihre Empfindung immer einem Verarbeitungsprozess unterliegt, nämlich in Ihrem Gehirn. Haben wir eine Beeinflussung Ihres Nervensystems oder Ihres Gehirns oder des Hörsystems im Allgemeinen, können wir eine Änderung haben, obwohl sich im Schall nichts geändert hat. Und da kommen wir auf diesen neuen Ansatz im HiFi. Nämlich ein baubiologischer Ansatz, ein biologischer Ansatz. Nicht ein elektroakustischer Ansatz, sondern der Ansatz, wie kann sein, dass HiFi-Geräte und oder die Umwelt, in der ich lebe, meine Musikempfindung verändern. Voraussetzung ist immer, dass sich am Gehörsystem etwas geändert hat, sonst funktioniert das nicht. Und da müssen wir dann die Frage stellen, was haben wir denn schon mal, gibt es einen Ansatz, wo Oberwellen auf dem Stromnetz den Menschen in irgendeiner Weise beeinflusst haben und so beeinflusst haben, dass es auch das Gehörsystem beeinflussen könnte? Naja, eins ist zum Beispiel die Veränderung durch Oberwellen auf dem Netz auf Blutplättchen. Wenn die Versorgung mit Sauerstoff im Gehör nicht perfekt ist, können diese Motorzellen, das sind nämlich die äußeren Haarzellen der Cochlea, also diese sind dazu da, um eine Verstärkung oder Abschwächung der Schwingung der Tektorialmembran zu erzeugen. Die inneren Haarzellen sind reine Rezeptoren. 95% aller aufsteigenden Hörbahnen kommen aus den inneren Haarzellen. Diese sind nur dazu da, die Schwingung zu verstärken oder abzuschwächen. Das heißt, wenn Sie sagen, ich möchte den Sänger da vorne hören und nicht das Instrument da links, dann werden differenziert linkes, rechtes Ohr diese Zellen eingesetzt, um die anderen Dinge auszublenden und den Sänger zu verstärken. Das Ganze ist auch ein Dynamikverbesserungssystem. Das heißt, der Mensch hört nicht linear. Beim Schalldruck kennt das jeder und die meisten kennen es, dass wenn ich den Schalldruck verdopple, für mich die Empfindung nicht doppelt so laut ist, sondern ich muss 10-mal so viel Schalldruck haben, damit ich es doppelt so laut empfinde. Das heißt, wir hören logarithmisch. Wenn das aber nicht linear ist, muss es ja irgendeinen Mechanismus geben, der das ausgleicht, der meine Dynamik ausgleicht. Und das ist dieser Mechanismus, den ich hier bespreche. Das ist der cochleare Verstärker, nennt sich das. Wir haben in unserem Innenohr, aber wir brauchen dazu Energie. Hier bei den Zellen. Wir brauchen Energie, wir brauchen spezielle Stoffe als Botenstoffe und so weiter. Das heißt, das muss dort richtig gut funktionieren. Wir brauchen, und um die Energie dorthin zu bringen, brauchen wir Blut. Das heißt also, wir müssen in den Kapillaren einen ordentlichen Blutfluss erzeugen. Wenn das nicht geht, und im Gehör haben wir viele, viele ganz, ganz, ganz kleine Äderchen, und die haben wir da, weil da viel Sauerstoff hingeführt werden muss, weil da viel passiert. Ja, das ist ja mit das feinste Geflecht an Adern, die wir haben. Das ist ja auch leider so, dass wir dort auch Hörinfarkte haben, wenn diese Blutplättchen sich da mal verkleben und dieses zugeht. Das nennt man dann halt Hörsturz. Ja? Jetzt zeige ich Ihnen aber mal, was passiert, wenn wir tieffrequente elektromagnetische Frequenzen und vor allen Dingen obertonreiche jetzt auf Blutplättchen geben. Das hier ist jetzt ohne diese elektromagnetische Störung. Das heißt, es ist ein Raum, wo der sehr
elektrosmogarm ist, um es platt auszudrücken. Wir reden über, im Wesentlichen über Niederfrequenz. Und gleich werden wir sehen, was passiert, wenn Sie 70 Minuten am Computer saßen. Denn dann werden Sie diesem Elektrosmog ausgesetzt, von dem ich sprach. Und Ihr Blut bildet diesen Effekt. Das heißt, es verklumpt, es kann nicht mehr so gut durch Kapillaren hindurch. Das heißt, die Versorgung des Gehörs funktioniert nicht mehr korrekt. Das nennt man auch Geldrolleneffekt. Ich zeige Ihnen jetzt nicht, wie es im Hochfrequenzbereich aussieht. Wenn Sie nämlich mit einem Handy 10 Minuten telefonieren, verkleben hier ganze Bereiche. Ja, also wer, es gilt auch für WLAN, also wenn Sie mit Ihrem Handy ständig in der Hand Ihre Netzwerke steuern, dann müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie da nicht so sonderlich toll hören. Ja, das kann nämlich gar nicht mehr gehen, weil Ihr Gehör nicht mehr korrekt versorgt wird. Die Plättchen müssen ja da irgendwie hinkommen. Das Herz schlägt, aber kann nicht bis in die Kapillaren hinein Druck aufbauen, sondern das wird durch Bewegung der, Gefäßwände erzeugt. Das nennt sich Vasomotion, also Bewegung dieser Gefäße. Und diese wird gesteuert durch niederfrequente elektromagnetische Wellen. Das wird von einer Firma Bemer positiv eingesetzt. Es ist aber in der Realität um uns herum auch oft negativ. Ich zeige Ihnen das mal, den positiven Effekt, den diese Firma gemacht hat, indem sie entweder leichte Magnetfelder benutzt, um ihr eine Information, also zu sagen, beweg dich, du Gefäß. Es wird also nicht mit Elektroschocks da jemand malträtiert, sondern das sind kleine Magnetfelder, die nur eine Information tragen. Es kann auch Licht sein. Es gibt es auch mit einem Lichtapplikator. Das heißt also, es kann Licht sein, es kann aber auch ein Magnetfeld sein. Also die Entität, also was ich benutze, um diese Information einzuführen, ist egal. Ich muss nur die Information einführen. Hier sehen wir eine Kapillare. Und wir sehen hier, da so toll fließt das jetzt nicht. Und nach der Behandlung, die 8 Minuten dauert, sieht das so aus. Hier wurde eben gerade der Gefäßwand gesagt, beweg dich. Sie sehen also ein zweiter extrem kritischer Punkt, der völlig unberechenbar ist, wie diese niederfrequenten elektromagnetischen Wellen sie beeinflussen. Das heißt, die Grundversorgung des Gehörs ist schon beeinträchtigt. Das zweite ist aber, nehmen wir an, die Nervenzellen geben einen Impuls weiter. Dann müssen die ja durch das gesamte Gehirn durch. Die müssen sich ja verzweigen, sie müssen miteinander, müssen die Zellen reden und Kommunikation betreiben. Wenn diese Kommunikation nicht funktioniert, dann hören sie auch anders. Ja, wenn ich vorhin von einem Verstärkungsmechanismus geredet habe, dann muss der ja durch Information über die Nervenzellen funktionieren. Und da zeige ich Ihnen jetzt mal eine kurze Sequenz aus einem Video von der Magda Helwes. Hier haben wir eine Multiple Sklerose Kranke. Sie ist krank, ja, aber sie ist halt für uns eine Lupe. Ihr Organismus ist schon am Anschlag. Und jetzt wird durch Elektrosmog das Problem noch verstärkt. Wir sehen also quasi wie durch eine Lupe das Problem. Sie alle werden hoffentlich dieses Problem nicht haben, aber auch Sie werden so reagieren, aber halt nicht so heftig wie hier. Hier kann man es halt nur sehen, deshalb nehme ich gerne dieses Video. Hier haben wir einen hohen Oberwellenanteil, dort einen niedrigen. Der ist hier durch Filter, also ganz klassisch durch Filter rechts gereinigt, das Netz. Das Hauptproblem war hier der Plasma-TV. Hier kann sie ihre Hände kaum in Kontrolle halten, rechts zwar auch nicht perfekt, aber halbwegs. Ich starte es nochmal.
links kaum Kontrolle, rechts halbwegs Kontrolle. Das heißt, ein Einfluss auf das Nervensystem, weil es eine Nervenkrankheit ist, ist hier mehr als eindeutig. Das ist unser Hörsystem, in dem wir diese Dynamik erzeugen. Wir haben hier diese aufsteigenden Hörbahnen, wir haben hier auch absteigende Hörbahnen. Wir haben absteigende Hörbahnen hauptsächlich allerdings auf die äußeren Haarzellen. Das sind dieses Dreierpaket, was ich vorhin gezeigt habe. Und es ist mehrfach geregelt. Das heißt, Sie hören nicht das, was real kommt, sondern das, was kommt, plus das, was Sie korrigieren oder Sie sich vorstellen. Und wir haben einen Verstärkungsfaktor von etwa 1000. Das heißt, bis zum 1000-fachen der hereinkommenden Schwingung verändern Sie. Die Realität ist nur noch 0,1% groß. Den Rest machen Sie. Nur mal, um die Größenordnung festzulegen. Hier entsteht Dynamik. Wenn Sie einen leisen Ton haben, wird er verstärkt. Wenn Sie einen starken Ton haben, wird er abgeschwächt. Deshalb ist es kein Wunder, wenn Sie mal oben bei uns im Atrium 4 das anhören, was wir dort machen, dass Sie das immer als lauter empfinden, wenn Sie unsere Technik einsetzen. Nicht, weil wir es lauter spielen, wenn wir unsere Technik einsetzen, sondern weil Sie es lauter empfinden. Wegen diesem Effekt. Das eine ist natürlich diese Einzelteile, die ich jetzt dargestellt habe, die das Hören als Einzelfänomen beeinflussen können. Aber haben wir schon mal einen Einfluss auf das Hörsystem insgesamt irgendwo in der Wissenschaft glockenklar dargestellt? Jetzt in Bezug auf Niederfrequenz. Auf Hochfrequenz habe ich das ja im letzten Jahr schon mal dargestellt bei meinem Vortrag, aber ich gehe jetzt von Niederfrequenz aus. Und auch da hilft mir Magda Helwes mit ihren tollen Präsentationen, die ich jetzt hier ins Deutsche übersetzt habe. Auf der Seite von Magda Helwes ist das eine englischsprachige Grafik. Und sie hat hier bei einem WHO-Kongress in Prag 2004 diese Probleme, die die Elektrosensible haben, mal aufgeschrieben, so für Einzelfälle. Wobei immer auch die Ohrgeräusche auftraten. Was sind denn Ohrgeräusche? Ohrgeräusche sind, dann höre ich was, ohne dass irgendein Stimulus von außen kommt. Das heißt, das Hörsystem tilt völlig aus. Das arbeitet völlig falsch. Nicht nur, dass es das, was akustisch kommt, falsch darstellt, sondern es stellt sogar etwas dar, was gar nicht da ist. Und das tritt fast immer auf. Also ich sage nicht immer, weil es das nicht gibt, aber fast immer auch auf, wenn wir einen hohen Oberwellenanteil haben. Nämlich das Oberwellenanteil ist hier. Wenn der hoch ist, ist das Problem groß. Haben wir einen niedrigen Oberwellenanteil, ist der rote Balken. Dann ist es niedrig. Wir haben, aber ich sagte ja, wir müssen ja auch korrigieren und müssen darauf uns mit dem vergleichen, was wir gelernt haben. Und dazu gehört, dass wir natürlich auf unser Gedächtnis zugreifen. Dabei ist es nicht förderlich, wenn wir einem Gedächtnisverlust unterliegen. Das ist auch als Problem erheblich aufgetreten. Das Weitere ist die Verarbeitung, dass ich das strukturieren kann. Verwirrung ist auch aufgetreten. Übrigens durch die Arbeit von Frau Dr. Magda Helwes dürfen auf Feuerwehrhäusern in Kanada keine Sendeanlagen mehr von Telefonen aufgebaut werden, weil eine Verwirrung der Feuerwehrleute aufgetreten ist. Das heißt, was brauchen wir? Wir brauchen eine Technologie, die diesen Elektrosmog reduziert. Es ist noch etwas komplizierter, aber das werde ich vielleicht nächstes Jahr mal darstellen, weil mein Vortrag zu kurz ist. Aber wir können es auch im Einzelgespräch, kann ich es auch erklären, entweder hier oder oben bei Phonosophie. Aber wichtig ist erst einmal, dass wir diesen Teil des Elektrosmogs, der diese Auswirkung hat, im niederfrequenten Bereich reduziert. Und das kann die Phonosophie-Aktivator-Technik. Wir haben hier eine dreidimensionale Messung aus dem baubiologischen Bereich, genau in dem Frequenzbereich bis 400 kHz.
Die Baubiologie misst bis dahin, ich messe etwas weiter. Und auch spektral, hier weiß ich nicht, welche Frequenz jetzt diesen Pegel gezeigt hat. Ja, weil ich jetzt hier keinerlei Frequenzen sehen kann. Bei meinen anderen Messungen, die ich Ihnen gezeigt habe, konnte ich Ihnen genau sagen, welche Frequenz, welche Intensität hat. Das geht hier nicht. Aber dieses Messgerät zeigt mir, ich habe hier vor einem LCD-Fernseher, hier stand der so. Ja, das ist dahinter, davor und das ist ganz nah davor. Haben wir 220 Volt pro Meter elektrische Feldstärke gehabt, des Wechselfeldes. Und nachdem wir mit unserer 2D-Technik, das sind Aufkleber, dieses Gerät bearbeitet haben, sowohl an der Front als auch auf der Rückseite, haben wir nach einer längeren Einwirkzeit 22,2 Volt pro Meter gemessen. Das heißt, genau in dem störenden Bereich, über den ich eben gerade referiert habe, haben wir den Elektrosmog, um das mal allgemein zu formulieren, reduziert. Viel wichtiger ist aber, dass wir etwas reduziert haben, was ein Professor Meil entdeckt hat, den Potentialwirbel, denn der ist biologisch relevant. Der ist überhaupt dafür verantwortlich, ein Wirbel, dass ihr Nervensystem und so weiter gestört wird. Und das ist der Teil, den wir reduzieren können. Nur der. Deshalb ist da nämlich noch was. Wir können ja keine Felder ebenso mal ausknipsen. Aber es bilden sich Wirbel, die das Messgerät mitmisst. Und wenn der aufgelöst ist, dann misst sie den nicht mehr. Und das ist die Differenz. Ja? Das heißt also, wir haben nicht mit irgendwelchen Folien oder sowas gearbeitet, die das Feld reduzieren, also durch Schirmung oder so, sondern durch Wirbelauflösung. Diese 220 Volt zu jetzt 22 Volt. Ja, dieser Anteil, das war der Wirbelanteil, ist übrigens vor Monitoren und sowas absolut am stärksten. Ja? Und nicht umsonst ist es so, dass die Wirkung des Plasmas bei der Multiple Sklerose-Kranke am stärksten war. Ja, da bin ich auch von der Zeit jetzt schon durch, bin sogar eine Minute drüber. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sind mit Phonosophien Atrium 4, Raum 106 und dort können Sie die Unterschiede auch hören. Wir demonstrieren unsere Produkte, die dieses bewirken, was ich Ihnen gerade gezeigt habe und können Sie auch noch viele Fragen stellen. Ich danke Ihnen. Applaus